Ja, mal schauen, gibt es eine Tankstelle für Autos? Ne, nur für die Bahn, okay. Es gibt natürlich Tankstellen im Shop, aber ja, muss ich mir auch mal eine zulegen. Ja, eventuell wird der Trendshop jetzt auch andere Zahlungsmöglichkeiten einführen, was für mich auch ein Vorteil wäre. Wären PaySafe Cards, aber ich glaube, dazu werden sie mal nicht gehen, weil da die Konstrukteure nicht so begeistert sind davon. Was wegkommen soll, wo sich die meisten Konstrukteure dagegen, also was die halt nicht mehr wollen für eine Zahlungsart ist, erst die CD bekommen und dann zahlen. Das heißt jetzt wie nochmal, Vorkasse ist nicht, da zahlt man vorher, wie auch schon der Name sagt, logischerweise. Boah, was war das jetzt nochmal? Auf Rechnung, genau. Und das wollen sie scheinbar abschaffen, weil da zahlen scheinbar manche Leute nicht so ganz und brav. Und ja, die zahlen einfach nicht. Ja, hier habe ich jetzt auch die neuen Modelle drin. Was heißt die neuen Modelle? Das Paket für 20 Euro wieder. Oder ist das das überhaupt? Ich glaube schon, weil hier ziemlich viel ist. Ich habe aber nicht mal einen Modellscan gemacht. Trotzdem ist alles da. Scheinbar. Okay, müsste es recht sein. Ich mache dann trotzdem mal einen Scan. Ja, wie gesagt, die Zahlungsmöglichkeit soll eingestellt werden, weil dann nicht die Leute so brav zahlen, wie sie sollen, manche. Ich natürlich schon und auch etliche andere, aber manche denken halt, ja, das nutzen wir jetzt aus. Wir zahlen nicht, bekommen 3 Mahnungen und dann hat sich die Sache, wird eingestellt. Also bitte nicht machen. Also so ist es einfach dumm, muss ich mal sagen. Und da könnt ihr ganz schön Probleme bekommen. Es ist jetzt natürlich an keinen gerichtet. Ich rede jetzt einfach mal in die Öffentlichkeit so und es ist einfach auch nicht schön, weil die Konstrukteure bekommen dann scheinbar, die bekommen das zuerst ausgezahlt, aber dann bekommen sie später, wird das Geld wieder zurückgefordert und keine Ahnung, wie das Ganze läuft. Und ja, wie es genau läuft, weiß ich nicht. Ich weiß nur ein bisschen. Ja, gut. Irgendwie fällt mir bei der Anlage hier gar nichts ein, was ich machen soll und könnte. Bei meiner Anlage Stadt ist mir ziemlich viel eingefallen. Aber irgendwie fällt mir hier nichts ein. Ah, hier hinten mache ich jetzt trotzdem doch mal zu. So, hier ist jetzt eine Bank und ein Tisch. Das passt hier nicht mehr. Die Fahne hier auf jeden Fall nicht. Und hier im Haus drin auch nicht. So. Vielleicht die hier so drehen. Kann man doch auch irgendwie nach rechts drehen jetzt. Ja, sowas. Keine Ahnung, die haben die hier so am Dach aufgestellt. Man weiß ja nicht, wie verrückt manche Leute hier sind in Deutschland. Ja. Meine Erkältung ist so halbwegs wieder weg. Und wir könnten hier eigentlich auch mal andere Züge einsetzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kiste rechts hier sich überhaupt nicht bewegt. Fragt mich aber bitte keiner warum. Mache ich jetzt mal manuell. Halt, das was Falsche. Hier das.
So. So, dann schauen wir mal, was da war, wieso der nicht losgefahren ist. Ich glaube, das ist mir schon öfters aufgefallen. Also, erst einmal kommt er hier rein. Dann. Ja, hier fehlt ein. Ne. Das war erstes Halt. Hier ist ein Fahrkontaktpunkt verzögert um 30 Sekunden. Gut, scheinbar ist nur irgendwas falsch gelaufen, keine Ahnung was genau. Ja, okay, wird schon gehen. Wenn nicht, dann merke ich das schon. So, ja, die Büsche hier müssen noch ein bisschen zur Seite rücken, haben wir gesagt, weil wir hier jetzt geschottert haben. So viel zu dem. Hallo, geht's noch? So, jetzt hierher. Das Ganze so. So. Und so. Ja, die, was machen wir mit denen? Die lassen wir einfach mal hier drin. Und hier können wir ja von mir aus wieder ein bisschen grüner machen. So. Ja, gut, hier eigentlich auch noch bis hier vorne. Aber ne, hier passt es nicht. Scheinbar. Ne, hier geht's nicht. Okay. Hier muss Schotter bleiben. Ah, jetzt. EP will mich heute wieder ein bisschen ärgern. So. Ja, dann kommt hier noch das neue Gas herein. So. Ich sag den ganzen Tag so. Oder in der Aufnahme zumindest immer. So. Ja, schon wieder so, jetzt rechts, aber. Laden, laden, laden. So. Okay, gewinnt er kann das so. Ich kann es nicht vermeiden. Jetzt wird das hier mal noch in dieser Textur eingesprüht. So zu sagen. No. Genau. Und ne, halt, das ist zu viel hier. So. Und jetzt, hier könnt ihr eigentlich in ein Feld rein. Oder hier vielleicht auch so eine Häusergasse. Das wäre fast besser. Ich stopp mal hier. Ich kapiere jetzt das gerade nicht ganz. Nein. Geht's aber los, jetzt zeigt mir der hier Folge 50.
habe ich scheinbar irgendwas durcheinander gebracht. Ja, jetzt kommen hier noch Häuser. Könnte man eigentlich diese Wohnblocks von hier nehmen. Die klaue ich mir jetzt mal hier vorne. Ja, der Landwirt Simulator, also der Landwirt 2014 kommt kommende Woche am 25. raus. Das ist übrigens der Nachfolger vom Land, nicht vom Landwirtschaftssimulator, vom Agrarsimulator 2013. Der Agrarsimulator wurde jetzt beerdigt und begraben. Und dafür gibt es jetzt den Landwirt. Wieso der Agrarsimulator nicht mehr fortgeführt wurde, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe heute schon ein erstes Video gesehen von dem Landwirt. Ich kann nur sagen, das ist eine Mischung aus Landwirtschaftssimulator und Agrarsimulator. Nichts anderes. Das einzige Neue, was mir eigentlich aufgefallen ist, sind die Jahreszeiten. Die gab es, glaube ich, beim Agrarsimulator noch nicht. Frühling, Herbst, Winter, glaube ich, gibt es. Und ja, das ist aber eigentlich das Einzige, was mir aufgefallen ist. Also, Spiel ist auf jeden Fall nichts für mich. Ja. Ist für euch was ist, könnt ihr selbst entscheiden. Für mich auf jeden Fall nicht. Weil. Ich habe den Landwirtschaftssimulator, das reicht mir völlig. Und jetzt misst ihr die Texturen wieder neu ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Die Tasten, also was eigentlich vom Landwirtschaftssimulator übernommen wurde, sind die ganzen Tasten, wie mit E einsteigen und so weiter. Das war ja beim Agrarsimulator anders. Das finde ich eigentlich ein bisschen ungezogen von den Herstellern, vom Landwirt. Weil. Alle Tasten zu klauen und genau alle Tasten gleich, fast alle Tasten gleich machen wie beim Landwirtschaftssimulator, finde ich eigentlich ein bisschen dreist, aber kann sich jeder selbst seine Meinung darüber bilden. Aber ich sag mal so, das Spiel ist ja eigentlich schon ein Fake. Was man jetzt auch hat, ist unten links so ein Navi oder ja, wie man das auch immer nennt, wo steht wie viel noch verfügbar ist an Getreide, was man noch so im Lager hat und so weiter. Das gibt es jetzt auch mal so im Agrarsimulator und ja. Und ja. Und vom Agrarsimulator selbst ja, wurde übernommen, oder im Landwirt wurde übernommen vom Agrarsimulator. Was mir aufgefallen ist die Physik wurde nicht viel geändert. An der Grafik wurde nicht viel geändert. Ich sage ja nicht, dass die Grafik schlecht war beim Agrarsimulator, nur ja, ist das Ganze ein bisschen komisch. Also wie halt beim Agrarsimulator schon, so dass der Gruber richtig fest in den Boden geht, wie halt in echt, aber mir macht es im LS13 mehr Spaß, muss ich sagen, und auch im LS11. Ja, was mache ich jetzt hier für Häuser? Die Tiere, ja, die sollen doch hier rumrennen. Nee, Spaß, die kommen jetzt mal hier hinter.